Wer in Zeiten der deutschen Teilung vom Westen in die DDR ging, hatte sicher triftige Gründe. Es war nicht nur eine Entscheidung für ein anderes Land. Es war eine Entscheidung für eine andere Welt. Für fast alle war sie unumkehrbar. Es war naiv, aber eben der Liebe geschuldet. Und ich wäre der Liebe wegen auch in Afrika in den Dschungel gegangen. Ich wollte nicht nach Deutschland, ich wollte in ein sozialistisches Land. Durch die Verhaftung der Eltern waren die Ernährer in der Familie weg. Da ist es auch einfacher, sich dann da aufzuhalten, ohne entdeckt zu werden. Millionen Menschen fliehen bis zum Mauerbau 1961 vom Osten in den Westen. Etwa eine halbe Million Deutsche suchen ihr Glück in umgekehrter Richtung. Viele kommen wegen eines geliebten Menschen, wollen nach einer Republikflucht zurück in die alte Heimat oder sehen in der DDR, dem anderen deutschen Staat, hinter dem eisernen Vorhang, das vermeintlich bessere Deutschland. Zum Beispiel Mike Hamburger, der aus dem Londoner Exil in die DDR kommt. Pierre Guillaume ist Sohn eines Westspions der Staatssicherheit. Frauke Naumann hat sich im Osten verliebt und will in Güstrow heiraten. Unter falscher Identität lebt die RAF-Aussteigerin Selke Meyer-Witt in der ostdeutschen Provinz. Röntgenthal, ein kleiner Ort nördlich von Berlin. Hier befand sich das zentrale Aufnahmeheim der DDR für Rückkehrer und Übersiedler aus dem Westen. Die Mitarbeiter unterstehen offiziell dem Innenministerium. Ihre Befehle aber erhalten sie von der Staatssicherheit in der Ostberliner Normannenstraße. Ein abgesperrtes Areal, zu dem hier niemand Zugang hat. 1988 zieht Birgit Schädlich mit ihrem Mann nach Röntgenthal. In Sichtweite des Aufnahmeheims bauen sie ihr Haus. Erst Jahre später wird sie erfahren, was sich hinter dem hohen Zaun genau abspielt. Das ist ja halt so ein Heim oder so ein Lager, wo die Wessis, ich weiß gar nicht, ob wir den Begriff schon mal gebraucht hatten, Westdeutsche, die in die DDR einreisen wollen, hier verbringen müssen. Und das ist alles sehr geheim. Und da fahren also früh die Stasi, fährt da früh rein und kommt dann abends wieder raus. Und da fahren eben auch Autos rein mit einer westdeutschen Nummer. Und dann kommen sie mit einer ostdeutschen Nummer wieder raus. Für jeden, der in die DDR übersiedelt, ist eine mehrwöchige Überprüfung in solch einem Aufnahmeheim Pflicht. Ein strenges, bis ins Detail festgelegtes Regime dient der Ausforschung der Neuankömmlinge. Das Misstrauen und die Furcht vor eingeschleusten Westagenten sind groß. Frauke Naumann aus Göttingen hat ihre Lehre im Westen abgeschlossen und ist arbeitslos. Bei Verwandtenbesuchen hat sie sich im mecklenburgischen Güstrow verliebt. Genervt von den ständigen Grenzkontrollen mit ihren willkürlichen Schikanen, beschließen beide einen gemeinsamen Neuanfang in der DDR. Schon seit ihrer Kindheit ist sie in die norddeutsche Landschaft verliebt. Und in die Pferde des nahegelegenen Gestüts, die es ihr als Hobbyreiterin angetan haben. Dann war unser Entschluss fest, da sind wir ganz spontan, also wirklich spontan, dann in dem Moment spontan zur Volkspolizei nach Güstrow gegangen und haben gesagt, ich möchte gerne übersiedeln, was können wir machen? Die Güstrower Volkspolizei war völlig überfordert. Die haben uns wirklich mit großen Augen angeguckt. Sowas hatten die noch nie hier. Und da kam eigentlich auch das erste Mal das Wort Röntgenthal zur Sprache. Dann wurde gesagt, wenn Sie sich entscheiden zu kommen, müssen Sie da erstmal hin. Aber ist alles nicht schlimm. Und wenn Sie dann da sind, kümmern wir uns darum, dass Sie eine Wohnung bekommen hier und dass Sie Arbeit kriegen.
Am 1. März 1986 steht Frauke Naumann mit ihrem Verlobten am Einlass des zentralen Aufnahmeheims in Röntgenthal. Der Empfang ist für beide ernüchternd. In dem Moment, wo ich drin war, wurden wir sofort voneinander getrennt. Also ich durfte mich von meinem Verlobten oder Freund nicht verabschieden, gar nichts. Der wurde sofort weggeschoben. Ich dann gleich in diese Wache rein, in einen Raum. Also das war so der Moment dann, ja, wie soll ich sagen, also da hatte ich wirklich weiche Knie. Dann ging es irgendwie ganz andersrum. Das war nicht mehr mit nett und freundlich, sondern wirklich ziemlich rabiat, die ganze Situation. Das Heim in Röntgenthal, heute Zepernick, existiert seit 1979. Auf dem ehemaligen Reichsbahngelände werden zuerst mehrere Baracken für die Übersiedler eingerichtet. Alle Informationen über Rückkehrer und Zuwanderer werden an das Ministerium für Staatssicherheit weitergeleitet und dort ausgewertet. Dann ging es aber zu den anderen nachher und dann war der Tagesablauf immer dasselbe. Wir mussten ja morgens früh aufstehen, wir wurden früh geweckt. Dann ging es ab zum Frühstück in den großen Raum. Danach war Morgenappell. Das hieß, dann kam eine Kulturfrau, so hießen die ja, die auf uns aufgepasst haben und teilte uns ein, wer was arbeiten möchte. Also wir haben ja dann da auch Putzdienste gemacht, um überhaupt Geld zu verdienen und irgendwie ein bisschen was zu haben. Dann wurde angesagt, wer zum Gespräch muss oder wer sonst wo, ne, und irgendwie was hatte. Und dann war der Rest des Tages eigentlich nur damit, dass man arbeiten ging und gewartet hat, dass irgendwas passiert. Während des Aufenthaltes darf Frauke Naumann das Heim nicht verlassen. 114 Mitarbeiter sind rund um die Uhr für die Bewachung und Betreuung der Übersiedler zuständig. Unter ihnen 19 Vernehmer der Staatssicherheit. Was die Gespräche anging, kriegte man nachher mit, dass die immer so, die waren sehr gut geschult, psychologisch natürlich super geschult. Die ersten Tage hatte man jemanden, der wirklich eiskalt war. Also ich bin wirklich auch immer nur heulend aus diesen Gesprächen rausgekommen. Nicht, weil der böse war, ich kann das gar nicht beschreiben, das war immer alles so subtil, sondern einfach eiskalt. Also der hat dann also einen stundenlang immer das Gleiche befragt und dann ist man nachher einfach auch nervlich, also wirklich an der Grenze. Diese immer wieder Wiederholungen der Befragungen wurden dazu benutzt, um zu sehen, wer sagt die Wahrheit, was ist da dran. Und parallel dazu sind natürlich auch Nachforschungen über den Menschen in der Bundesrepublik gelaufen. Von all diesen Dingen erfahren die Insassen des Heimes nichts. Selbst der Entlassungstermin wird bis zum Schluss geheim gehalten. Packen Sie Ihre Sachen und dann stand ich natürlich da total flatternd. Ja, was ist jetzt? Das erfahren Sie schon rechtzeitig, was ist. Dann musste ich in einer Windeseile meine Sachen packen. Und dann hieß es, wir gehen jetzt zum Fahrstuhl. Ich bringe Sie jetzt in einen Besprechungsraum. Sie gucken nicht nach links und rechts und Sie reden mit niemandem mehr. Dann wurde ich in die Wache gebracht. Dort in der Wache überreichte man mir so ein kleines Stullenpaket und abgezieltes Geld für eine Fahrkarte nach Hagenow, Prezier. Dort ist auch noch mal ein Aufnahmeheim. Und es war ja eigentlich klar, ich wollte ja nicht noch ein nächstes Aufnahmeheim, sondern ich wollte ja zu meinem Freund und zu meiner Familie. Und dann hieß es nur, nee, Sie fahren jetzt strikt nach Hagenow und Sie kommen nicht vom Weg ab. Und dann stand ich in Lichtenberg und dann fuhr auf der anderen Seite der Zug nach Rostock ein. Das wäre eigentlich meiner gewesen, um Richtung Güstrow zu kommen. Dann habe ich so ganz kurz geschwankt, ob ich nicht einfach da einsteige und da rein. Aber eigentlich war mir auch klar, dass irgendeiner auf dem Bahnsteig steht und genau guckt, jetzt in welche Richtung ich mich jetzt auf den Weg mache. Das war nochmal schlimm. Und in Schwerin dann angekommen, der damalige Chef vom Rat des Bezirkes, Abteilung Inneres, stand auf dem Bahnhof, ein Mitarbeiter, und nahm mich dann auch im Empfang. Rückblende. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Berlin und Deutschland geteilt. Mit dem Wiederaufbau im Osten wird propagandistisch eine neue Epoche eingeläutet. Während die Kommunisten den Sieg über den Kapitalismus feiern, hat der Kalte Krieg längst begonnen. 1951 kommt Mike Hamburger, der Sohn von Ruth Werner, einer sowjetischen Spionin, nach Ost-Berlin. In England, wo ich ja in der Emigration war, aber eigentlich wie ein Engländer lebte, und wo ich gerade studierte. Das hat mir also gesellschaftlich nicht gepasst.
Man merkte also, dass die Auseinandersetzung zwischen den Systemen schärfer wird. Und da wollte ich in dieser Auseinandersetzung auf der Seite der alternativen Gesellschaft sein. Die Menschen im Osten hoffen auf ein neues, besseres Leben. Auf den Trümmern der alten Gesellschaft verkündet die SED den Aufbau des Sozialismus. Aus dem Exil in den USA kommen Bertolt Brecht und Helene Weigel in die sowjetische Besatzungszone. Die SED-Führung umwirbt die Künstler. Man überlässt ihnen das Theater am Schiffbauer Damm und stattet sie mit allen Privilegien aus. Das war so für mich, das waren für mich die Instanzen dessen, was hier passiert und wie es weitergeht. Ja, das waren auch die Vermittler der deutschen Kultur, die ich hier sozusagen auch aufnehmen wollte. Und das waren eben Leute wie Bert Brecht, wie Helene Weigel, Wolfgang Langhoff am Deutschen Theater. Von Beginn an wird Westemigranten jedoch mit Misstrauen begegnet. Das spürt auch Mike Hamburger. Meine Mutter war Westemigrantin, mein Onkel auch. Und das war natürlich ein ausbrechender Konflikt zwischen denen, die aus der Sowjetunion kamen, und aus dem Westen. Sie waren immer im Nachteil, weil die Ostemigranten einfach näher dran waren an Stalin und an der Sowjetunion. Ja, sie waren dort gewesen, sie kannten die Sprache, sie hatten die Verbindungen und sie waren im Grunde ja auch eine Vorhut der Sowjetunion, während die Westemigranten immer ein bisschen verdächtig waren. Die waren in bürgerlicher Emigration gewesen, die können also ihre Standhaftigkeit eingebüßt haben, die sind das bequeme Leben jetzt gewöhnt, die sind ideologisch jetzt auch verbürgerlicht, also das waren vielleicht eher die Vorwände. Ich glaube, im Grunde waren es Machtkämpfe. Ne? Den 17. Juni 1953 erlebt Hamburger in Leipzig. Ich habe zufälligerweise im J.W. Stalin Studentenheim gewohnt in Leipzig, als Stalin starb. Und ich gehörte zu denen, die dann immer Wache standen an der Büste von Stalin, Fahne und Trauerflor. Und da musste jeder, weiß ich, 2 oder 3 Stunden stehen und das 24 Stunden durch. Und dann wurde ich... da ich der einzige Nicht-Genosse war in dem Stalinheim, wurde ich bestimmt, das Stalinheim vor dem Klassenfeind zu schützen. Wir kriegten alle Beile und es hieß also, wenn jetzt jemand versucht, hier hochzuklettern, ans Fenster rein, dann haut er ihnen die Hände ab oder die Finger ab. Und ich dachte, das hätte ich nie machen können, ja, aber er kam ja nicht. In der Bundesrepublik lösen Wiederbewaffnung und NATO-Westeinbindung Proteste aus. Die KPD fordert ein Deutschland nach sowjetischem Vorbild. Die Bundesregierung sieht das Grundgesetz in Gefahr. Der Kalte Krieg tobt. Gegen Recht und Gesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht Karlsruhe die Kommunistische Partei Deutschlands verboten. Führenden Kommunisten wird der Prozess gemacht. Tausende Mitglieder der Partei sehen im Weststaat keine Zukunft und siedeln in die DDR über. Andere Westdeutsche kommen aus privaten Gründen. Oft sind es die Verlierer des Wirtschaftswunders. Angekommen in der DDR schlägt aber auch ihnen Misstrauen entgegen. Ich glaube, die Staatssicherheit war so realdenkend in dieser Beziehung, dass sie selber überlegten, wieso kommt dieser Mensch in die DDR? Ging es ihnen drüben so schlecht? Sie haben selber nicht daran geglaubt, was in der Zeitung stand oder was viele erzählt haben. Also wird da nicht der Geheimdienst dahinter stecken, wenn da einer hier freiwillig in die DDR kommt und dem muss man auf die Finger schauen. Und die waren ja krankhaft in dieser Beziehung. Die haben ja niemanden getraut. Für die Neuankömmlinge werden im ganzen Land 17 Übersiedlungsheime eingerichtet. Besonders umworben sind Ärzte, Techniker und Ingenieure. Für sie gibt es das sogenannte Willkommenshaus in Ferch bei Potsdam. 1960 kommt ein hochrangiger Bundeswehroffizier in die DDR. Mit ihm hat die Fernsehpropaganda Großes vor. Hören Sie nun den ehemaligen Major der Bundeswehr, Bruno Winzer,
der wieder mit einigen geflohenen Angehörigen der Bonner NATO-Armee sprach. Anlass für die Medienkampagne ist die Flucht hunderter Rekruten der Bundeswehr, die sich dem Wehrdienst entziehen wollen. Ex-Major Winzer wird zur Trophäe in der Propagandaschlacht. Die Bundeswehr marschiert in neuer Uniform, in der traditionslosen Söldneruniform der NATO, aber erzogen und gedrillt im alten, verhängnisvollen Geiste des Militarismus. Das tatsächliche Motiv für Winzers Frontenwechsel: er hatte im Westen zehntausende D-Mark Spielschulden. Als Moderator seiner eigenen DDR-Fernsehsendung verdient er jetzt gut. Doch als die erhoffte Wirkung beim Publikum ausbleibt, wird Winzer kaltgestellt. Mit dem Mauerbau 1961 geht die Zahl der Zuwanderer aus dem Westen drastisch zurück. In den folgenden fast 29 Mauerjahren werden es noch etwa 70.000 sein. Diese stehen besonders im Fokus der DDR-Agitatoren. Klaus Taubert ist damals Journalist bei einer Erfurter Betriebszeitung. Man wusste als Redakteur, als politischer Redakteur, eigentlich für welche Beiträge man sich stark machen musste und für welche nicht. Damals spielte in vielen Zeitungen eine Rolle die Übersiedlung westdeutscher Arbeiter oder Arbeitsloser oder Gedemütigter oder wie immer man sie damals hinstellte, in die DDR, in das Paradies der Arbeiter und Bauern, in die Zukunft. Die Bundesrepublik 1974. Bonn wird durch einen folgenschweren Spionagefall erschüttert. Der DDR-Staatssicherheit war es gelungen, einen sogenannten Kundschafter des Friedens ins Kanzleramt zu schleusen. Der Fall Günter Guillaume führt zu einer ernsten Zerreißprobe in den deutsch-deutschen Beziehungen. Ein DDR-Spion unmittelbar in der Umgebung des Bundeskanzlers. Willy Brandt erfährt offiziell von der Verhaftung seines Referenten, als er an diesem 24. April 1974 aus Ägypten nach Bonn zurückkehrt. Pierre Bohm ist der Sohn des einstigen Kanzlerspions. Unerwartet gerät er als Jugendlicher zwischen die politischen Fronten der Geheimdienstaffäre. Ich habe Willy Brandt ein paar Mal erlebt, aber das ist ja so eine Tragik meiner Geschichte mit. Ich muss schon sagen, vom Alter her und der damaligen Zeit in der Bundesrepublik war Willy Brandt die entscheidende Person, die mich auch als Jugendlichen damals politisiert hat, überhaupt für Politik interessiert hat, auch für die, sagen wir, dann SPD-Politik, die mehr linke SPD-Politik, die mich ja sogar dann in eine gewisse Opposition zu meinem eigenen Vater, der sich ja damals als rechter Sozialdemokrat gerierte oder ausgegeben hat, brachte. Und so gesehen, ja, war Willy Brandt total wichtig. Und das finde ich auch nach wie vor das ganz Tragische bei dieser ganzen Geschichte, dass sozusagen der politische Vater für mich, Willy Brandt, von dem tatsächlichen Vater, nämlich Günter Guillaume, gestürzt wurde. Für den Sohn bricht nicht nur das behütete Leben in Bad Godesberg zusammen. Auch das Verhältnis zu seinen Eltern wird auf eine Belastungsprobe gestellt, die ihn bis heute beschäftigt. In der Rückschau, auch in der Bewältigung dieser ganzen Geschichte, war es damals, sag mal, eine Mischung aus Angst und Hoffnung, so würde ich das nennen. Angst halt, in der Bundesrepublik überhaupt weiter leben zu können. Also müssen wir denken, ich war damals 17 Jahre alt, bin gerade aufs Gymnasium gegangen. Durch die Verhaftung der Eltern waren die Ernährer in der Familie weg, denn sie wurden ja nicht nur verhaftet, alle Konten wurden eingezogen und so weiter. Es wäre also rein faktisch schwierig für mich gewesen, überhaupt weiter, sag mal, in der Bundesrepublik zu leben und zum Beispiel das Abitur zu machen, zu studieren. Günter Guillaume wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Seine Frau Christel muss für 8 Jahre hinter Gitter. Um die Angehörigen des Agentenpärchens kümmern sich die Genossen in Ost-Berlin. Und sehr schnell kamen halt Mitarbeiter der Ständigen Vertretung. Später stellte sich raus, das waren natürlich alle Stasi-Mitarbeiter, die sich aber da als Diplomaten ausgegeben haben und sagen, ja, wir sorgen nicht mehr nur für deine Eltern, wir sorgen auch für euch als Familie und kümmern uns. Und diese beiden Interessensgruppen, die natürlich
die Interessen meiner Eltern, meines Vaters vertreten haben, sprich Rechtsanwälte und DDR-Botschafter, so nenne ich sie jetzt mal, hat natürlich ein hohes Interesse dran, sowohl mich als auch meine Großmutter nach Ost-Berlin zu bekommen. Nach einem Ostseeurlaub bleibt Pierre in der DDR. Diesen endgültigen Charakter, dass das nun totaler Abschied ist von der alten Welt, von der westlichen Welt, von der Bundesrepublik, das habe ich einerseits damals gar nicht so mich herangelassen. Und das war ja de facto auch nicht so. Weil ich bin dann zwar nach diesem Sommerurlaub in Ostberlin geblieben, habe dann eine erste kleine Wohnung bekommen, sollte und musste dann auch DDR-Bürger werden. Aber da meine Eltern noch im Gefängnis saßen, bin ich danach auch über viele Jahre sogar ständig noch in die Bundesrepublik gefahren, sogar meine alte Heimat. Mein Vater saß in einem Gefängnis in der Nähe von Bonn, meine Mutter saß im Gefängnis in Köln. Und somit begann nach diesem Sommer 75 so eine immerhin fünfjährige Phase, die ich später immer so Wandern zwischen den Welten genannt hat. An einer Ostberliner Schule soll Pierre sein Abitur nachholen. In der Klasse gilt er als Exot aus dem Westen, wird mit der Geschichte seines Vaters konfrontiert. Die einen waren, sagen wir mal, mehr staatskonform. Die sagten dann, toll, was dein Vater gemacht hat. Hoffentlich sitzt er nicht so lange im Gefängnis. Er ist ein Kämpfer für den Frieden und so weiter. Ne? Haben mir dann eher auf die Schulter geklopft. War mir zum großen Teil auch unangenehm. Aber ich habe natürlich auch die andere Seite kennengelernt, nämlich die DDR-Bürger unter den Mitschülern, unter deren Eltern, ne, die halt nicht so staatstreu waren. Für die gerade Willy Brandt, eine ganz wichtige Person, auch gewesen ist in der Bundesrepublik. Zu dieser Zeit wird der Bonner Staat durch Terroraktionen der Roten Armee-Fraktion in Atem gehalten. Mit ihren politisch motivierten Attentaten zieht die RAF eine Blutspur quer durch das Land. Der Staat reagiert mit Rasterfahndungen und Antiterrorgesetzen. Der Weg der RAF-Mitglieder in die Ausbildungslager des Nahen Ostens führt über den Ostberliner Flughafen Berlin-Schönefeld. Akribisch registriert die Staatssicherheit jede Bewegung. 1980 bietet sie 10 RAF-Terroristen ein Untertauchen im Arbeiter- und Bauernstaat an. Der Journalist Frank Wilhelm hat die Geschichte der RAF-Aussteiger im Osten untersucht und dazu hunderte Akten aus dem Bestand der Staatssicherheit ausgewertet. Es wussten wirklich knapp ein Dutzend Menschen nur von diesem Geheimnis, von diesen RAF-Aussteigern, angefangen höchstwahrscheinlich bei Erich Honecker, dafür gibt es keine Belege, aber dann auf jeden Fall Erich Mielke, der Stasi-Chef, und dann halt die Offiziere, die von der Terrorabwehr, von der Abteilung 22 des Ministeriums für Stasi sozusagen die RAF-Aussteiger betreut, kontrolliert haben, angeleitet haben und dann bei der Gefahr des Auffliegens auch die Aussteiger dann sofort abgezogen haben und in andere Städte gebracht. Alle 10 RAF-Aussteiger verschwinden in der Anonymität ostdeutscher Plattenbausiedlungen. Eine von ihnen, Silke Meyer-Witt. Das habe ich irgendwie dankbar wahrgenommen, dass sie das auch begründet haben mit einer gewissen Solidarität mit der RAF, auch wenn sie ihre Methoden nicht billigen, dann doch solidarisch sind, weil wir den gleichen Feind haben. Ja, das war dann auch so eine Formulierung, die dann da kam. Und das fand ich sehr sympathisch. Erich Mielke hatte offensichtlich dann tatsächlich diese Fantasien, dass er die RAF-Terroristen, die hier auf DDR-Gebiet waren, einsetzen könnte im Ernstfall für Aktionen im Hinterland der Bundesrepublik, im Hinterland des Feindes. Das Forsthaus Briesen, ein geheimes Objekt der Staatssicherheit. Hier erhalten die RAF-Aussteiger eine neue Identität. Abgeschirmt vor der Öffentlichkeit werden sie auf ihr Leben als DDR-Bürger vorbereitet. Das war wie so eine Jugendherberge, ja. Das war also einfach. Ich bin dann jeden Morgen durch den Wald gejoggt. Wir konnten Tischtennis spielen, war schon irgendwie idyllisch. Und dann sollten wir uns ja auch darauf vorbereiten, eine andere Identität zu haben. Und die Geschichte war dann die, dass wir selbstständig dann, dass wir in die DDR wollten und dass wir also eingereist sind mit der Absicht, in der DDR zu leben. Die RAF-Aussteiger stehen unter ständiger Beobachtung durch das MFS. Sie richten sich im DDR-Alltag ein. Doch der verläuft nicht immer konfliktfrei. Weil ich im Grunde genommen erst bei Learning by Doing dann irgendwie gemerkt habe, wie das so läuft, ja.
in der DDR. Und ein Beispiel will ich mal sagen, wir hatten noch Devisen dabei, ja, und dann bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, ich möchte das in DDR-Mark umwandeln, ja. Da fielen die aus allen Wolken, die haben sich dann erstmal meinen Ausweis zeigen lassen, weil sie irgendwie überhaupt, das ist jetzt wohl das erste Mal vorgekommen, dass da jemand das Geld wieder zurückwechseln wollte. Aber ich wollte mir ein Fahrrad kaufen und da brauchte ich DDR-Geld. Dieses Land aber, in das ich gegangen bin, die DDR, dort wurde die gleiche Sprache gesprochen. Es wurde nicht immer mit den gleichen Worten das Gleiche gesagt. Klar konnte man da in dem Hochhaus, in dem Grunde wunderbar Westfernsehen empfangen, hat Westradio gehört und so weiter. Ich habe das offen gestanden damals erstmal als mit großen Augen, großen Ohren und großen Erstaunen wahrgenommen. Berlin-Lichtenberg, Dolgenseestraße. Ein Plattenbaugebiet mit gehobenem Wohnkomfort. Klar gab es da auch Momente der Einsamkeit, der Verzweiflung auch. Die Verzweiflung war ja auch deshalb groß. Ich bin ja in der Erwartung in die DDR gegangen, dass die Eltern nach einem halben oder einem Jahr kommen und da die Familie wieder zusammenkam. Aber es verging Jahr für Jahr und so weiter und es passierte nichts. Die Betreuer der Stasi waren natürlich immer da. Sie waren manchmal offensichtlich präsent, weil sie ständig ankamen, sich auch kümmern wollten. Teilweise haben sie auch durchaus gut gemeint, aber sie waren natürlich auch immer im Hintergrund. Und es gab dann schon eine Phase, es war so in den letzten Jahren vor dem Austausch meiner Eltern, wo ich mich da mehr und mehr zurückgezogen habe. Und dann kamen sie halt an und klingelten an der Tür, da klopften sie einfach nicht aufgemacht dann. Irgendwann dachte ich, naja, willst du nicht ganz enttäuschen, habe ich ein Schnapsglas vor die Tür gestellt, ne, und gesagt, dann trinken Schnaps und hau wieder ab. Erfurt, Moskauer Straße. Alarmstufe Rot für das MFS. Über den sowjetischen KGB erfahren die Genossen, dass Silke Meyer-Witt enttarnt ist. Ich hatte da eine Krankenschwesternausbildung angefangen, beziehungsweise schon fast fertig. Und einer der Mitstudierenden, der war inhaftiert worden wegen Republikflucht und dann aber abgeschoben worden. Und der hat offenbar mich auf dem Fahndungsplakat dann erkannt und dann gesagt hat, die kenne ich, die heißt Angelika Gerlach und wohnt in Erfurt. Daraufhin wurde Silke Meyer-Witt sofort abgezogen aus Erfurt und man bekommt dann durch die Akten einen Einblick, wie Geheimdienste und hier speziell das MFS gearbeitet haben, um sozusagen Spuren zu verwischen. Also es ging los, dass Fingerabdrücke gesäubert wurden, entfernt wurden, in der Wohnung, an der Arbeitsstelle. Sie hat damals in einem großen Krankenhaus in Erfurt gearbeitet. Und dann haben sie am Ende dann, wollten sie, dass ich meine Nase operieren lasse, weil die hatten dann irgendwie so die Fahndungsplakate vom Westen und dann sollte meine Nase geändert werden. Und dann bin ich in so ein Spezial-Stasi-Krankenhaus. Da war ich irgendwie noch völliger isoliert. Weit genug entfernt von Westgrenze und Transitwegen wird für Silke Meyer-Witt ein neuer Unterschlupf gesucht. Neubrandenburg scheint ideal. Ich wurde immer erst so ganz kurzfristig dann informiert, ja, also sozusagen, also morgen fahren wir jetzt nach Neubrandenburg und ich wusste eigentlich gar nichts von Neubrandenburg. Ich hatte meine neue Geschichte, meinen neuen Namen und dann durfte ich mir auch noch Sachen aussuchen, die Schrankwand und so. So hing die total am Tropf des Ministeriums für Staatssicherheit. Und ohne MFS ging für die Aussteiger nichts. Und man muss natürlich auch die andere Seite sehen. Die Aussteiger waren natürlich auch daran interessiert, ein möglichst ruhiges Leben in der DDR zu führen, nicht aufzufallen, weil sie wollten ja in die DDR. Und sie haben dann auch relativ schnell Gefallen am realsozialistischen Leben gefunden. Die RAF-Aussteigerin wird mit neuer Identität Angestellte des VEB Pharma. Extra für sie wird ein Arbeitsplatz in der Informationsabteilung eingerichtet. Die Realitäten der sozialistischen Planwirtschaft bleiben ihr nicht lange verborgen. Ich habe dann diese Arbeit
aufgenommen. Und da habe ich dann ja auch nochmal einen neuen Aspekt der DDR-Realität kennengelernt. Also wie schwierig, ja fast unmöglich das war, auf Weltniveau zu produzieren, ja, mit den Voraussetzungen, die die DDR hatte, dass das gar nicht klappen konnte. Es gab dann eine Forschungsabteilung für die Penicillinentwicklung in diesem Betrieb. Die hatten mal gerade einen Westcomputer und sonst gar nichts. Und ich habe da in der Informationsabteilung gearbeitet. Es gab ja keinen Fotokopierer, dass man irgendwas fotokopieren konnte. Es gab kaum richtige Fachliteratur oder der Zugang zu neueren Veröffentlichungen. Das war derartig schwierig. 1981 kann das Ehepaar Guillaume im Zuge eines Agentenaustauschs das Gefängnis verlassen. Sie werden in die DDR abgeschoben. Grenzübergang, Warta Herleshausen, Donnerstagabend. In diesem Wohnmobil vermuten die wartenden Journalisten Günther Guillaume. Inzwischen gibt es Berichte, wonach dies nur ein Ablenkungsmanöver gewesen sei. Guillaume sei unbemerkt über die Grenze gebracht worden. Ich wollte Sie fragen, ob es das wirklich wert war auch, 20 Jahre lang ein Doppelleben zu führen, 6-7 Jahre im Gefängnis zu sitzen für dieses Land DDR. War es das wirklich wert? Und dann gab es eine ganz seltsame Geschichte. Mit meiner Mutter konnte ich darüber reden. Vieles ist dann oft ein bisschen heftiger geworden, auch im Streit und so weiter. Aber sie hat sich diesen Fragen, diesen Gesprächen gestellt, wenn mir auch die Antworten nicht immer gefallen haben. Bei meinem Vater, was mir ja fast noch ein bisschen wichtiger war, wo ich sehr drauf gebaut habe, da lief es dagegen gar nicht. Er hat völlig geblockt. Er sagt, lass mich diesen alten Scheiß, ich nenne es jetzt mal so, in Ruhe. Er hat gesagt, er sei nach seinem Austausch in die DDR wieder neu geboren. Und das führte, sagen wir, nicht nur zu einer Sprachlosigkeit zwischen Vater und Sohn, sondern zu einer ganz heftigen Entfremdung und auch dazu, dass dann mit Verzögerung die Familie wirklich auseinandergebrochen ist. Sohn Pierre ist inzwischen Fotograf bei der DDR-Illustrierten NBI. Mit seiner Kamera entdeckt er das andere Deutschland, bekommt Einblick in die Kulissen des Staatssozialismus. Für mich war das alles erstmal ein großes Erlebnis. Es hielt auch lange Zeit an, halt, ja, die Menschen, die Landschaft, die kulturelle Szene, auch das ganze politische Geschehen kennenzulernen, wahrzunehmen. Ich kann mich noch entsinnen, ich bin mal auch als NBI-Fotograf mit einer Regierungsmaschine mitgeflogen. Der Flug ging nach Moskau zum Feierlichkeiten der Oktoberrevolution. Und der Journalistentross, also ich war einer, natürlich noch mit anderen, von Neuen Deutschland, von ADN und so weiter, saß dann zusammen mit DDR-Politikern oder sagen wir mal, Regierungsmitarbeitern. Und mich hat sagen wir mal, richtig erschüttert und erschrocken gemacht, wie abwertend die über die ganze Politik von Gorbatschow geredet haben. Das war also Klartext. Die politischen Entwicklungen in Moskau finden auch bei der ehemaligen Linksterroristin Silke Meyer-Witt in Neubrandenburg Gehör. Doch Glasnost und Perestroika spielen in ihrem Arbeitsumfeld kaum eine Rolle. Da war ja schon Perestroika-Sache und da hatte ich irgendwie erwartet, dass die Leute das irgendwie gut finden würden. Ja, aber ich habe dann festgestellt, dass viele der jungen Leute sich außer der eigenen Datsche und der eigenen Wohnung irgendwie auch nicht mehr viel vorstellen wollten. Ja, also gar nicht so diese Sehnsucht danach hatten, irgendwie was Neues zu erleben oder so. Und mir ging es schon so, dass ich gedacht habe, mein Gott, bis zur Rente jetzt da jeden Morgen da zu diesem Ding darauf fahren, das kann es irgendwie auch nicht so sein, ja. Sommer 1987. Frauke Naumann hat sich mit dem Leben auf dem Land arrangiert. Ihre Stelle im Kreisbetrieb für Landtechnik sichert ihr ein Auskommen. Für die Staatsmacht jedoch gilt sie immer noch als Sicherheitsrisiko. Dann hatte ich alle 4 Wochen, also bis wirklich 89 November, alle 4 Wochen Gespräch mit meinem Stasi-Mitarbeiter aus Schwerin. Der kam dann immer zu Besuch. Das Wichtige war immer, dass da niemand da ist. Also
Das wurde dann immer verlangt von mir, dass ich das hinkriege, dass niemand weiter dann zu Hause ist und dass keiner das mitbekommt. Natürlich, auf dem Land kriegte das jeder mit. Was mir dann natürlich auch wieder viel Schwierigkeiten machte und mir das Leben hier, das Einleben schwer machte, weil die Leute immer dachten, ich habe irgendwas mit der Stasi zu tun. Erstmal, was ist das für eine, die da aus dem Westen kommt? Und dann kommt noch alle 4 Wochen da so ein Wartburg angefahren, so ein Weißer, der total auffiel hier auf dem Dorf. Also man hat ihn vom Weiten angesehen, wo der arbeitet und wo der herkommt. Die Ehe von Frauke Naumann steht unter keinem guten Stern. Zu unterschiedlich sind die Lebensentwürfe. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen. Ihr Rückzugsgebiet bleiben ihre Pferde. Als ich im Kreisbetrieb da gearbeitet habe, habe ich gedacht, also völlig naiv, da sind ja so viele junge Leute, da müsste doch mal irgendjemanden kennenlernen. Dann bin ich in die Kantine gegangen mit meinem Tablett, habe mich dazu denen an den Tisch gesetzt. Die sind echt aufgestanden, haben sich woanders hingesetzt, weil die Angst vor mir hatten. Weil die wussten, die hat ständig Kontakt mit der Staatssicherheit. Wer ist die überhaupt? Wieso ist die aus dem Westen gekommen? Das ist doch nicht sauber. Also ich hatte diesen Makel ja auch noch zu tragen hier. Die Ehe hat sich sehr schnell erledigt. Es war doch sehr schwierig, hat sich dann herausgestellt, das Zusammenleben, wenn man aus wirklich unterschiedlichen Kulturen, keine Ahnung, wie man das nennen kann, wenn man überlegt, dass mein Mann ja nie gesehen hat, wo ich herkomme, nicht mal wusste, wie ich gelebt habe, gar keine Vorstellung, nicht mal die geringsten Vorstellungen hatte. Und dann gab es auch viel Streit, auch politisch dann, wo ich gesagt habe, diese Kampfgruppen hier, die uns im KfL dann hier im Kreisbetrieb da rumgerannt sind, wo ich gesagt habe, was macht ihr denn hier? Und was ich alles überhaupt nicht begreifen konnte, was da so wie das funktioniert. Und dann gab es dann auch viele Auseinandersetzungen. Im Februar 1988 fasst Pierre Guillaume einen folgenschweren Entschluss. Er will zurück in den Westen. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist auf dem Tiefpunkt. Na, dann die Entscheidung zu treffen, 88 wieder auszureisen nach 13 Jahren DDR, hing zum Teil, aber nicht nur, mit meinen Eltern, vor allem mit meinem Vater zusammen. Also mit dem Vater ging es nicht mehr, hat sich so auf die Seite der Hardliner gestellt, war so eine Art Beton. Stalinist. Wir haben wenig bis gar keine Gemeinsamkeiten gehabt. Was aber entscheidend dazu beigetragen hat, dass ich dann gesagt habe, nach 13 Jahren DDR, jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich wieder zurück, war, dass auch ich mit diesem Staat nicht mehr konnte. Und das DDR-Schulsystem, also das muss dein eigener Sohn nicht unbedingt erleben. Und diese ganzen, sag mal, Einflüsse in das Gespaltensein, die Zweizüngigkeit da hineinzuwachsen, das. Also sagen wir mal, im Elternhaus was anderes gedacht, gesagt wird, als es meinetwegen in der Schule oder sonst im gesellschaftlichen Leben, wie das so schön hieß, erwünscht ist. Also diese Konfrontation, die wollte ich sowohl meinen eigenen Sohn, meinen Söhnen, als auch uns als Eltern ersparen. Am 14. Mai 1988 steht Pierre Guillaume mit Frau und den 2 Söhnen am Grenzübergang zwischen den Welten. Um den Ruf des Kundschafter-Ehepaars nicht zu beschädigen, darf er nur unter dem Mädchennamen seiner Mutter ausreisen. In seinem Pass steht nun Pierre Bohm. Im Aufnahmeheim Röntgental ist es still geworden. Übersiedler kommen kaum noch aus dem Westen. Die meisten von ihnen rückkehrwillige ehemalige DDR-Bürger, die mit dem Leben im Westen nicht klarkamen. Den 114 Mitarbeitern stehen gerade mal 2 Dutzend Heimbewohner gegenüber. Doch der Staat, in den sie zurückkehren möchten, steht vor dem Abgrund. Und das alles nur, wenn ihr friedlich demonstrieren. Wir wollen nichts Schlechtes. Wir wollen hier was machen. Noch setzt der alte Machtapparat auf Gewalt. Ein letztes Mal. Also ich weiß, dass dann einer von den Stasi-Leuten, der kam zu mir nach Neubrandenburg und er hatte mir dann erzählt, dass er als Zuschauer dabei war, wo die Stasi-Zentrale gestürmt wurde. Und er hatte mir gesagt, er könne nichts mehr für mich tun. Habe ich gesagt, das weiß ich doch schon lange. Das ist doch völlig klar. Ja. Das Ende der DDR ist auch das Ende für Röntgental. Das Übersiedlerheim ist wie leergefegt. Erst jetzt erfahren die Bürger der kleinen Gemeinde, was sich hinter dem Zaun des hermetisch abgeschirmten Objektes verbarg. Erst als wir dann eine Führung mit dem damaligen Leiter der Naturschutzstation dort gemacht haben, sind wir dann doch auf Sachen gestoßen, die
nicht normal aussahen. Zum Beispiel dieser kleine Komplex, der dahinter mit dem Schießtunnel war, das machte dann schon einen etwas gruseligen Eindruck, auch zum damaligen Zeitpunkt. Und als wir uns dann dieses Haus 1 angesehen hatten, mit den Fenstern und wo man sich vorstellen konnte, wie diese Verhörräume ausgesehen haben, ist dann ein anderes Bewusstsein gekommen. 3 Tage nach dem Fall der Mauer. Der Nationale Verteidigungsrat der DDR erlässt einen seiner letzten Befehle. Unverzüglich sind neue Aufnahmeheime für bis zu 10.000 Rückkehrer aus dem Westen zu schaffen. Es liest sich wie ein Science-Fiction, der mit der damaligen DDR überhaupt nichts zu tun hatte. Es war das Wunschdenken einer ganzen Führung, die Armeeführung eingeschlossen. Die glaubten, man werde diese größte Krise der DDR nach dem 17. Juni 1953 einfach mal so überwinden und dann aufs Neue losgehen und den Sozialismus doch noch vollenden. Mit der Einführung der D-Mark im Sommer 1990 bricht die marode DDR-Wirtschaft zusammen. Auch landwirtschaftliche Betriebe. Es kommt zu Massenentlassungen. Das Erste, was dann passierte, war, dass unsere Kaderleiterin kam und sagte, Frauke, du kennst das ja mit der Arbeitslosigkeit. Du bist übrigens die Erste, die wir jetzt hier rausschmeißen. Das war dann auch so das Nächste, was dann schon gleich wieder kam. Und man hat mir gleich die Reifen zerstochen vom Auto und solche Sachen, ne? Weil dann kam dann wieder das mal alles hoch. Ja, die hat ja irgendwas mit der Stasi zu tun gehabt. Ja, hatte ich ja auch, aber ich hatte ja also niemandem was getan, sondern war einfach unter Bewachung, das, was ich eigentlich nie jemandem so erzählen konnte. Pierre Bohm zieht es noch einmal in den Osten. Er will Kontakt zu seinem Vater aufnehmen, die Familie zusammenbringen. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, gab es da auch Kontakte zu meinem Vater wieder. Weil ich einfach dachte, erst mal, Vater, fahr mal hin. Und zugegeben, sicherlich auch im Hinterkopf, vielleicht ist das die dritte Chance, die dritte und letzte Chance. Ne, nachdem es ja nicht geklappt hat im Westen, nicht geklappt hat im Osten, dann in einem, zumindest andeutend, sich wieder vereinen in Deutschland, doch noch mal zueinander zu finden und reden zu können. Bei meinem Vater lief da gar nichts. Er hat sich voll auf die Reihe derer gestellt, die sagten, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Im Juni 1990 sind alle RAF-Aussteiger in der DDR enttarnt und werden festgenommen. Auch Silke Meyer-Witt. DDR-Gefängnis von innen kennenzulernen, war dann auch nochmal so, wo ich gedacht habe, hätte ich das mal früher gewusst, wie das so läuft, dann wäre ich vielleicht auch noch mal kritischer gewesen. Frauke Naumann ist in Mecklenburg geblieben. Sie hat einen neuen Mann gefunden und mit der Vergangenheit Frieden geschlossen. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal machen würde. Aber sicherlich hat es mein Leben auch geprägt. Ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin. Es gehört schon dazu. Also ich bereue es nicht unbedingt. Das einstige zentrale Aufnahmeheim in Röntgenthal wird 1990 Seniorenresidenz und ist es bis heute.